Es ist eine Wiedersehensparty für Harry. Nur Harry ist nicht gekommen. Was tun Sie für Harry? Ich fürchte, dass wir nicht viel tun können. Ist das alles? Tut mir leid. Was ist denn los mit euch? Ich denke, ihr seid Harrys beste Freunde. Das sind wir auch. Aber was sollen wir tun? Du willst da runter und ihn rausholen, Mann? Meint ihr es wirklich ernst, Jungs? Wenn du nicht gehen willst, dann nicht. Aber ich habe eine Familie, ich habe eine Frau. Wir wollen in ein fremdes Land gehen und dort Soldaten spielen. Wir benehmen uns wie ein Haufen Amateure. Nicht zu fassen, was die alles anbieten. Ihr seid ja irre. Bei einem Job wie diesem hier brauchen wir Hilfe und haben deshalb einen Profi engagiert. Na, prächtig, prächtig. Was ist mit meinem Bruder Harry? Harry? Den töten Sie, um zu beweisen, dass Sie es ernst meinen. Vergiss es. Das werden die niemals tun. Eins will ich gleich klarstellen. Wenn ich für eine Jagd zahle, dann gehe ich auch mit. Hört gut zu. Kugeln fliegen nicht dahin, wo ihr sie gern hättet, sondern dorthin, wohin ihr zielt. Mein Bruder hat noch 2 Tage zu leben und wir wissen nicht mal, wo er ist. Die Sache läuft nicht. Wow! Moment, Jungs, ich glaube, wir sollten uns mal kurz unterhalten. Wenn jemand von euch aussteigen will, dann jetzt. Sitzt ihr erst in der Maschine, ist es zu spät. Kurt, du kommst doch mit uns. Nein! Wie viele Männer hat Ochobar dort? 50. 50? Oh, das macht nichts. Das macht nichts? Aber die haben doch verhandelt. Da ist nichts, gar nichts. Und schon gar keine Abmachung. Also bis jetzt lief es ja ganz gut. Wer sind die Männer dahinter? Lasst Harry gehen oder ihr seid erledigt. Wow! Wir holen ihn raus. In jedem von ihnen pulsiert das pure Abenteuer.